Hallo Leute, der neue Mac Pro wurde von Apple vorgestellt und gleich wieder schlecht gemacht. Nach Jahren der Untätigkeit verpasste Apple seinem Desktop-Rechner ein Upgrade, will aber offenbar nicht, dass es gekauft wird. Wer die Präsentationen von Apple kennt, der wird wissen, dass das Unternehmen im Hinblick auf die eigenen Produkte gerne mit Superlativen jongliert. Jede noch so kleine Veränderung ist amazing, jedes neue Feature revolutionary. Bescheidenheit ist also nicht gerade die Sache des iPhone-Herstellers. Umso mehr verblüffen nun aktuelle Aussagen des Unternehmens. In einem Gespräch mit Pressevertretern ließ Apples Senior Vice President und Marketingchef Phil Schiller am Dienstag mit deutlichen Worten aufhorchen. Man habe sich beim aktuellen Mac Pro in die Ecke designt. Mit der gewählten Zylinderform und der konkreten Hardware-Ausstattung habe man nicht nur professionelle User enttäuscht, sondern sich auch selbst die Möglichkeit genommen, laufende Upgrades der Hardware mit neueren Komponenten vorzunehmen. Grund dafür seien thermische Probleme, die zu große Hitzeentwicklung in dem Kübel führe dazu, dass man hier nicht nach Belieben neue Komponenten verbauen könne. Diese Beschränkungen hätten noch dazu geführt, dass man keine High-End-Grafikkarte verbaut hat, sondern zwei Mittelklasse-Grafikchips parallel nutzt. Diese Wahl habe sich aber wiederum für viele professionelle Nutzer, die Top-Grafikleistung benötigen, als problematisch herausgestellt, gibt sich Apple selbstkritisch. Microsoft wird am Donnerstag die neue Spielekonsole Xbox Scorpio enthüllen. Das Fachmagazin Digital Foundry bringt einen exklusiven Bericht über Microsofts neue Spielkonsole. Das als Xbox Scorpio mit Codename bezeichnete Gerät wird am Donnerstag erstmals im Detail vorgestellt. Allerdings wird der Konzern das System nicht allgemein der Presse zugänglich machen, sondern setzt auf einen exklusiven Bericht des Magazins Digital Foundry. Eine ähnliche Strategie verfolgte bereits Sony, das Digital Foundry ebenso einen exklusiven Hands-on zur Vorstellung der PS4 Pro gewährte. Weder Microsoft noch Digital Foundry gingen bislang näher auf den Umfang der Vorstellung ein. Zuvor bereits meldeten sich allerdings Brancheninsider auf Twitter zu Wort, die die Pläne durchsickern ließen. Ihnen zufolge wird der Bericht zumindest auf die finalen Spezifikationen der neuen Hardware eingehen. Der Erstankündigung vor einem Jahr zufolge wird die Scorpio eine Grafikleistung von 6 Teraflops bieten und damit rund fast 5-mal stärker sein als die Xbox One. Scorpio und Xbox One werden die gleichen Games unterstützen. Hersteller könnten ihre Werke allerdings für die schnellere Hardware optimieren und auf entsprechenden Fernsehern unter anderem mit Auflösungen bis zu 4K ausgeben. Auch hier gibt es Parallelen zur Konkurrenz. Das gleiche Konzept verfolgt Sony mit der PS4 Pro.